Ihr wollt wissen, warum sich der ganze Atommüll hier staut? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen uns nochmal angucken, was vielleicht da hinten noch nicht in Ordnung ist. Das heißt, wir müssen erstmal hier hin, müssen uns anschauen. Ja, Strahlungslevel, ich weiß. Wie voll seid ihr eigentlich? 206, 244. Ich muss irgendwas tatsächlich hier machen. Muss ich vielleicht da runter? Ich hätte doch hier irgendwie... Gucken wir mal, ob wir die... Verdammt. Die Leistung ein bisschen verändern können. Oh, das ist schon auf volle Pulle. 600 Teile pro Minute gehen hier durch. Okay. Das reicht nicht, um das da oben voll zu machen. Aber... Trotzdem sollte es reichen, dass der Zug fährt. Da kommt noch mal ein Zügchen. Ich meine, scheinbar ist ja hinten sowieso voll. Dann ist das nicht so ein Problem. Wir fliegen jetzt mal dahin. Schauen. Wir können uns überhaupt mal von hier oben angucken, wie das überhaupt ausschaut. Das ist eine gute Idee. Und da ein Teil unserer Waffenfabrik. So, die Vorprodukte, da unten ist die, also da ist die eigentliche Fabrik. So schon ganz nett. Da ist eine gelbe Schnecke. Das sieht doch soweit alles ganz gut aus. Ach klar, die 206 und 244 Teile sind nur das, was er jetzt im Moment noch irgendwie los wird, ne? Weil der Zug selber ist ja voll. So, aber wenn ich mir so die einzelnen Seiten angucke... Das ist doch echt schön. Die Kraftwerke laufen scheinbar noch nicht alle. Oh, da kommt der Zug. Ja, das war ja klar, das muss ich sowieso erst einspielen. Und Schwefel an, wird das verarbeitet. Jo, Caterium wird auch verarbeitet. Also wenn ich das hier so sehe, von der Bewegung hier, wie sieht das hier drüben aus mit unserem Bauxit? Das läuft sehr gut. So möchte ich das gerne haben. Wir sind auch schon so ungefähr in der Ecke, wo ich hin will. Dann fallen wir mal eine Runde und... Ah, guck mal. Fangen werden wir sowieso. Sollte ich für Gummi und Kunststoff noch irgendwie... Eigentlich nicht, oder? Wobei, dann könnte der Teil wieder schwierig werden, dass der nicht richtig läuft. Wobei, nee, das da hinten läuft. Okay, das sieht tatsächlich so aus, als würde es funktionieren. Das gefällt mir. Hier macht den Spaß. Und hier wird die Strahlung hoch. Wie sieht das bei euch aus? Tut ihr schon was? Das ist nicht... Oh, verdammt. Nicht spaltbares Material ist ein Problem.
steht da schon ein bisschen an. Sollte vielleicht auch nicht so rumhängen, ne? Das hätten wir gerne weg. Und würden es gerne hier reinpacken. Es kommt an. Wo machen wir das nochmal? Nicht spaltbar. Uranabfall fehlt hier hinten. Oh. Das darf natürlich auch nicht passieren. Hier ist jede Menge Uran da. Nur der Abfall fehlt. Warum kommt der hier hinten nicht hin? Also er kommt ja offensichtlich hier hin. Da ist mal so ein bisschen was, aber wie gut ist das noch nicht. Wie habe ich dich denn eingestellt hier? Ah, du bist gar nicht eingestellt. Okay, die Maschinen sind alle voll. Wie sieht es bei dir aus? Du bastelst schon mal ein bisschen. Du bastelst auch. Okay, ich sehe, es hängt ein bisschen an dem Nichtspaltbaren. Ja, das Gute ist, wir sehen schon mal, die brauchen wir ja unbedingt. Das heißt, es wird erst vernünftig laufen, wenn das da drüben voll wird. Und gleiches gilt für hier. Da kommt... Also da hinten kommt zu wenig an. An Abfall. Wir produzieren zu wenig Abfall. Das kann man auch keinem erzählen. Du bist hier fleißig. Du aber nicht so. Doch, du auch. Wie sieht es bei dir aus? Das ist doch auch ganz okay. Du kommst. Es kommt ja auch gut was an hier. Muss man ja sagen, wie sieht es hier eigentlich aus? Ihr seid voll. Und du arbeitest langsam ab. Okay, das ist der Grund, warum so wenig Gegenstände hier ankommen, weil ich habe genug. Also, an Uran wird es nicht scheitern. Da kommt jetzt mal wieder eine gute Palette an. Es scheint mehr zu werden. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass mehr Kraftwerke laufen. Aber auch das ist noch nicht so richtig gut. Wie sieht es denn überhaupt aus? Du hast keinen Treibstoff? Okay. Die geht ganz schön runter. Das heißt, wir produzieren zu wenig spaltbares Material. Schauen wir das. Das wird da hinten gemacht. Also, du kümmerst dich einfach nur ums Wasser, das weggeht. Jo. Wie sieht es bei dir aus? Dir fehlt Quarzsand. Hier fehlt überall Quarzsand. Ah, wir sind wieder bei dem Thema da drüben. Was fehlt dir hier? Okay. Die Rahmen kommen auch zu wenig an. Sieht fast aus, als wäre der hier gar nicht angeschlossen. Egal. Hier ist alles verstrahlt. Selbst hier vorne. Wie sieht denn das aus? Du hast voll, du hast voll, du hast voll.
läuft dann da runter. Und der Splitter ist doch nur bei Überschuss gehst du raus. Hier ist genug. Warum bist du untätig? Du hast alles. Sag mir nicht, du kriegst zu wenig Wasser und ich muss danach bessern. Hier kommt 600 Wasser rein, okay. Also die hier hinten scheinen zuverlässiger zu laufen. Was du? Ein Quarzwand, okay. Ich meine, das Quarzwand-Problem könnten wir lösen, indem wir einfach ein bisschen von den wie heißen sie? Quarzkristallen nehmen und woanders, also in eine zusätzliche Fabrik packen und einfach Quarzsand produzieren. Aber dass hier zu wenig Wasser ankommt, irritiert mich ein wenig. Das heißt, ich muss irgendwo Wasser vergessen haben, dran zu packen. Haben wir denn noch Wasser über irgendwo? Müsste ja, wenn, dann da vorne sein. Da oben ist Wasser. Hier kommt eine 600er Leitung an. Ich meine sogar, hier wäre das, dass wir noch Wasser über haben. Eine 600er Leitung an. Das war die, glaube ich, von oben drüber. Und die braucht hier 24. Einmal 6, 12, 24 mal 12 sind 288. Hier haben wir Wasser über. Da wird das nicht weggebracht. Da wird das auch nicht. Sowieso nicht weggebracht. Und hier hinten auch nicht. Das heißt, wir haben hier einen Rest. Haben wir hier Platz. Mehr schlecht als recht. Hey, hey, hey. Liegt hier auch überall voll an, ne? Leitung ist voll, du bist voll, ja. Okay. Interessant. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dahin. Mir fehlt Material. Da unten ist das Lager, nicht hier oben. Ich brauche Kunststoff und Blech. Kunststoff.
Blech. Ah, das habe ich dahin gemacht, um dafür einen Schuss zu haben. Okay. So, wir wollen das darüber haben. Wenn ich das hier an der Seite runterlege, kriege ich das Lockups hier. Dann kann ich nämlich den verlängern. Da war der Eingang für das Wasser. Eigentlich muss ich den auf der, also daneben haben. Egal, kriegen wir trotzdem hin. Wir setzen uns erstmal eine Bodendurchführung dahin. Das müsste reichen, oder? Oh ne, muss tatsächlich weiter nach hinten. Erstmal nehmen wir auf, machen das weg. Das hat super funktioniert. Also muss ich tatsächlich dahin. Dann kann ich aber auch von da aus direkt durch die Wand. Hier durch. Und nehmen dich quasi schon makaber, dass ich noch mehr Wasser ins System reinbringen muss, weil ich immer Probleme mit Wasser habe, dass ich nicht wegkriege. In der Hoffnung, dass du jetzt ein bisschen besser läufst. Und zack, bist du nämlich voll. Das war Sinn der Sache. Jetzt wäre die Frage, kriege ich hier immer noch genug Wasser weg? Eventuell muss ich den abdrehen. Der ist eh komplett offen. Und wir haben hier eine. Das ist schon hier 600. Das heißt, wir müssen 300 da weglegen, damit die 300 funktionieren. Ansonsten muss ich mir da oben was einfallen lassen bei meiner Abfüllumlage. Abfüllumlage? Bei meiner Umfüllablage. Anlage. Gott, ist das ein schweres Wort. Umfüllanlage. Scheint aber hier so gerade zu funktionieren. Wird hier nochmal aufgeteilt. Ich komme jetzt auch eher 300, okay, 600 an, weil da oben alles
gut weggeht, aber es scheint besser zu funktionieren. Wenn das jetzt mit dem Quarz hier funktioniert, wäre das echt toll. Hier staut sich wenigstens nichts mit der Aluoxidlösung. Das heißt, das geht da drüben gut weg. Die ist auch recht voll. Ups. Da, was haben wir hier? Sieht doch auch gut aus. Und Wasser sammelt sich auch nicht. Nee. Das ist sehr gut. Jetzt gucken wir uns den Spaß nochmal hier an. Das hatten wir ja sowieso umgebaut, dass der da rumgeht. Wie sieht das hier bei euch mit dem Wasser aus? Du bist voll. Okay. Das Wasser, das von da hinten kommt, ist okay. Wir hatten hier aber irgendwo, wo Wasser von oben zugefüttert wurde. Das war, glaube ich, hier. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist voll. Also das scheint auch zu funktionieren. Dem Restwasser von da. Ihr habt alle genug. Kriegst das Zeug nicht so schnell los wie du. Das ist natürlich ein Problem für das Wasser oben, aber es scheint zu funktionieren. Der Müll wird verarbeitet. Geht schön da vorne rein. Okay, der erste scheint hier schon voll zu sein. Das heißt auch 500 drin. Dann werden die anderen ja auch langsam schneller. Das ist gut. Also da kommen wir relativ gut an. Jetzt haben wir das Problem noch da oben. Dass wir hier nicht genug Quarz hinkriegen, ne? Du bist voll mit Quarz. Wie sieht es bei dir aus? Du bist voll. Auf die richtige Seite gucken. Ja, kommt. Okay, also das dauert recht lange, bis das alles hier voll ist. Aber es sollte jetzt noch mal ein bisschen besser laufen. Ich hoffe es zumindest. Die Rahmen hier sind halt auch nochmal ein Ding, aber glaube ich nicht ganz so schlimm. Zumindest im Moment noch. Und dir fehlt wieder nicht spaltbares Material. Das heißt aber, hier unten, okay, dem fehlen einfach die ummantelten Plutoniumzellen. Haben die hier gemacht? Okay, du hast schon genug Pellets, um das Zeug zu produzieren, aber du bist ja gar nicht untätig, du musst am Arbeiten. Ja, alles gut. Geht eine raus, die geht da hinten wieder rum. Wie viel machst du? Da kam doch jetzt gerade ein ganzer Schub von da hinten. Hey, es ist das gleiche Zeug. Okay, die werden relativ langsam da reingebracht. Du machst die Brennstäbe. Wahrscheinlich bräuchte ich gar nicht bis hierhin gehen. Wahrscheinlich wird mir der Spaß reichen, wenn ich schon Plutonium weghaue. Aber die Brennstäbe werden ja dann in den Schredder gehauen. Das ist schön, wie die Punkte. Okay. Da geht Plutonium durch die Reihe. Okay. Kann ich hier eigentlich irgendwas direkt schreddern? Nein, kann ich nicht.
die stehen ja jetzt hier ziemlich gut an. Das ist okay. Ich wette, das wiederum ist nicht so okay. Ja, wo ich gerade noch gesagt habe, die sind ja nicht so kritisch. Okay, also das hier ist sehr langsam. Aber okay. Es passiert was, die kommen rein. Hier sind 200 drin, da sind über 100 drin. Also, es wird verarbeitet. Das heißt, der ganze Spaß sollte eigentlich funktionieren. Jetzt wollen wir mal so irgendwo hingehen, wo keine Strahlung ist. An einem Atomkraftwerk. Oh, hier. Wir haben 10 Coupons. Da war mal wieder einer, der reingeballert wurde. Das sieht man ja richtig, ey. Wahnsinn. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht meine Musik geändert. Was ist denn jetzt los? Ist euch eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das hier mit Kopfhörern guckt, aber das ist echt super. Nehme ich den in die Hand, den Ghetto Blaster, habe ich den Sound nur auf dem rechten Ohr. Das ist super. Wenn ich es dann wegmache, dann wird es halt auf beide Ohren gepackt. Und ich glaube, wenn ich ihn, wie war das nochmal? Auch dann wird die auf beide Ohren verteilt. Aber ne? So, da, okay. Schade, da haben sie sich dann gedacht, wenn man davor steht, dass man ein bisschen links und rechts geht, dass dann der Sound sich verändert. Aber egal. Ja, also das AKW läuft noch nicht so richtig gut, aber es wird besser. Warum ist da einer rot? Okay. Rot muss ich mir tatsächlich angucken. Was für, du hast keinen Strom. 2. Ja. Du hast Pech gehabt. Du hast ja auch gar keinen Platz für Strom. Das ist natürlich doof. Also, dein Strom ist doof. Aber so prinzipiell, es läuft. Du musst das auch ein bisschen im Blick halten. Was ist eigentlich das für eine Ressource da drüben? Ach, egal. Ja. Was machen wir als nächstes? Theoretisch könnten wir uns noch mal um unser Lager kümmern vorne. Oder gucken, ob wir den einen Spaß da beschleunigen. Die Phase 4 Dingsbums da. Oder wirklich alles, was wir an Produkten so zwischendurch haben, damit wirklich alles mal läuft, mit Schreddern versorgen, damit das hinten rauskommt und der Überschuss weggeschreddert wird. Das wäre noch eine Möglichkeit. Müssen wir nochmal gucken. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen weg, großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss!